Ja, halli, hallo, die Königin, meine Königin des Frühlings, auch ein wenig des Herbst, die Viola Cornuta, auch Hornfein genannt. Ja, was musst du da alles beachten, damit du lange Freude hast? Sonniger Standort, gute Erde. Wenn du sie im Garten pflanzt, dann kommen sie immer wieder, sie versammeln sich und sie nerven dich. Wichtig ist, dass die verblühten Blüten, wie jetzt hier zum Beispiel, ausgeknipst werden, weil die Pflanze hat eigentlich ein Ziel und das ist, sich zu vermehren. Wie wir Menschen ja auch. Und dann, wenn sie sich vermehren will, gibt es hier so klitzekleine Beeren, die dann Samen drin haben. Und wenn wir die immer wieder schön ausknipsen, dann haben wir ganz lange Freude an diesen Viola Cornuta. Wenn du sie einpflanzt, ist ganz wichtig, dass du da locker die Erde ein wenig auflockerst, damit sich die Wurzeln mit der neuen Erde verbinden können. Wichtig ist, wenn du sie immer wieder schön auszupfst, dass sie wieder schön blühen kann. Weil sonst hast du wirklich das Problem, dass sie plötzlich nicht mehr blühen und sich dann überall versamen und dann hast du das, soll ich sagen, nicht immer schöne Blümchen nicht mehr blühen. Ja, wichtig ist auch, dass du sie an einem sonnigen Standort machst oder so halbschattig und wenn sie nicht voll an der Sonne sind, dann blühen sie dir auch in Balkonkisten fast bis im Juni. Also da hast du wirklich die Königin des Frühlings und des Frühsommers in einem, die Viola Cornuta. Ich sage auch Stiefmütterli, ich sage auch Hornfeilchen, ich weiß nicht, wie du sagst, aber ich sage dir, mit diesen Pflänzchen hast du wirklich eine ganz schöne Frühlingsbepflanzung. Und kannst du machen. Und ja, genau, für alle, die noch etwas sehen möchten, was man auch noch und wie man auch noch diese Pflanze dekorieren kann, man kann zum Beispiel ganz einfach ein kleines Stück Moos nehmen und dieses Moosstück um die Viola legen. Draht schnappen. Und so eine schöne Frühlingsdeko haben. Wichtig ist, was du ganz klar wissen musst, wenn du da nicht ab und an gießt, dann welkt natürlich deine Viola. Du kannst entweder diese Mooskugel direkt in ein Wasserbad legen oder du gießt sie ganz einfach konservativ mit einer Gießkanne. Also du siehst, es geht ganz einfach schnell und du hast eine tolle Frühlingsdeko für Balkon, für den Fensterbank oder für sonst irgendwo. Und wenn du sagst, hey, ich möchte sie lieber in einen Balkonkasten pflanzen, dann achte darauf, was ich dir vorher gesagt habe. Und wenn ich was vergessen habe zu diesem wunderschönen Viola Cornuta, dann schreib es mir in die Kommentare rein, was man alles sonst noch beachten muss. Düngen nicht vergessen, dann bleiben sie dir länger schön und dann hast du die Königin des Frühlings, das ist meine Königin, immer wieder blühend auf deinem Balkon, auch im Garten oder sonst irgendwo. Und wenn sie sich versamen, dann hast du immer wieder Freude an diesem kleinen Pflänzchen. Tschüss und weg, sage ich dann, wenn es dir gefallen hat, drück einen Daumen nach oben für den Blumenmann und dann sage ich einfach wieder Tschüss und weg, bis zum nächsten Mal wieder.